kurz vor Sonnenaufgang in der Namibwüste. Die Nashornschützer sind längst auf den Beinen. Sie wollen so früh wie möglich aufbrechen, denn schon bald werden die Temperaturen auf mehr als 40 Grad klettern. Mit Eseln kommen die Ranger hier am besten voran. Sie überwachen die letzten freilebenden Spitzmaulnashörner Afrikas und schützen sie vor Wilderern. Wir sind oft tagelang in der Hitze unterwegs, um einen Nashorn zu finden. Andere Tiere wie Löwen, Leoparden und Elefanten sind eine Gefahr für uns. Aber wir müssen so viel wie möglich über die Nashörner wissen, über ihre Anzahl, Gesundheit und ihr Verhalten. Das ist Voraussetzung für ihren Schutz. Der erste Erfolg des Tages. Das Team hat eine Nashornspur entdeckt. Pferdenlesen haben die Einheimischen schon als Kind gelernt. Einige von ihnen waren früher selbst Wilderer. Die Armut hat sie dazu getrieben. Jetzt bekommen sie als Wildhüter ein regelmäßiges Gehalt. Ich habe früher gewildert, weil wir Hunger hatten. Es ging um das Fleisch, nicht um den Handel mit Nashorn. Aber es ist mir viel lieber, meine Familie dadurch zu ernähren, dass ich die Tiere schütze. Mehrere Kilometer geht es zu Fuß weiter, immer der Spur des Nashorns nach. In der Ferne Bergzebras. Sie haben sich an den harten Lebensraum in der Namibwüste angepasst. Plötzlich sichtet Manet Yeganasep das, wonach die Männer seit Stunden suchen. Es ist nur ein kurzer Moment, dann trabt das Spitzmaulnashorn davon. Die Ranger verfolgen das Tier, denn sie brauchen für die Erhebung des Bestandes Fotos zur genauen Identifizierung. Doch das Nashorn hat plötzlich Wind bekommen. Und greift das Team völlig überraschend an. Spitzmaulnashörner sind aggressiver als ihre Artgenossen. Dieses Mal kommen die Ranger mit einem Schrecken davon. Wir waren etwas zu nah dran, aber wir müssen eben alle besonderen Körpermerkmale der Tiere aufzeichnen. Dank solcher Informationen haben wir inzwischen die umfangreichste Nashorn-Datenbank der Welt. Besucher aus aller Welt reisen in den Nordwesten Namibias, angelockt von den letzten wilden Nashörnern. Die Ranger beaufsichtigen und führen die Gäste, damit die Tiere nicht gestört werden. Heute hat die Gruppe besonderes Glück. Eine Nashornkuh und ihre Jungtiere lassen sich ungestört beobachten. Ein seltener Anblick, denn die illegale Jagd auf die Rhinos und ihr wertvolles Horn haben, so der Ranger, wieder stark zugenommen. Auch im benachbarten Südafrika ist die Situation nicht besser, erzählen die Besucher. Zu Hause sei die Nashornwilderei schlimmer als je zuvor. Momentan geht es stark bergab. Wir haben fast den kritischen Punkt erreicht, an dem der Bestand insgesamt abnimmt. Das heißt, die Zahl der gewilderten Nashörner ist größer als die der neugeborenen Tiere. Ein großes Problem. Die Tierschützer in Namibia sind alarmiert. Sechzehn Nashörner wurden letztes Jahr hier gewildert. Zwei davon kamen aus dem Projektgebiet. Seitdem hat die Schutzorganisation ihre Kontrollflüge verstärkt. Namibia läuft Gefahr, wieder stärker ins Visier der Nashornmafia zu geraten. Die Syndikate sind sehr mächtig. Sie haben viel Geld und bezahlen damit Leute, die in Südafrika und in anderen afrikanischen Ländern für sie die Drecksarbeit machen. Namibias Tierschützern fehlt es an Personal für die riesige Region.
Der Rhino Trust versucht nun, mit Partnern zusammenzuarbeiten. So sollen mehr Wildhüter die Projektgebiete überwachen und gegen Wilddiebe vorgehen.